Da sind wir nun. Bei Garten auf Bayern Bayern 3. Ja, Ganondorf 55, ich tu's mir an. Danke für 6 Monate Mitgliedschaft. Ich tu's mir in der Tat an, aber sehr, sehr viele haben das Spiel abgebrochen und die Reihe danach nicht mehr angefasst. Garten auf Bayern Bayern 3 soll das Allerschlechteste sein. Und wir werden uns jetzt davon überzeugen. Ist es wieder derselbe Beginn? Tatsächlich. Die sind ja noch nicht einmal am Anfang irgendwie kreativ. Ja, okay, gut, der Screen ändert sich, aber der Text ist einfach eben mal derselbe. Und jetzt, oh, es wird später und später und immer später und immer leerer und immer dunkler. Und immer verzeichneter? Was hat das zu bedeuten? Was machen diese Kritzeleien da auf dem Boden? Konntest du Bayern Bayern 2 zurückgeben? Leider nein. Weil ich hätte sonst das ganze Bundle zurückgeben müssen und das kann ich ja nicht tun. Also muss ich wohl leider auf den Kosten sitzen bleiben. Ja, das tut weh. Queen Bouncelia says, jump as much as you like, but never to conclusions. Sag mal, kommen da auch in jedem Teil neue Monster dazu oder was? Am Anfang waren das doch nur, keine Ahnung, 6 Stück und jetzt haben wir schon, weiß ich nicht, 12? Finish your homework and be nice if you don't want to join us. Ich will euch nicht joinen, nein, auf keinen Fall. Oh yay, wieder 2 Schalter. Moment. Warum funktioniert die Drohne nicht? Diesmal sind wir doch nicht abgestürzt. Da ist sie doch sogar. Aber sie reagiert nicht. Das Känguru ist neu. Ja, aber nicht nur das Känguru, oder? Oh, was? Glad to see you've made it. I don't know how you did it, but then again, you survived a giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. Aha. Also, again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. Nein. You see, for whatever reason, I'm prone to violent instincts, and I do not trust myself to not give in to them again. I have locked myself inside of a surveillance room. That way I can help without being a danger to you. We are currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time now. So just make sure not to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Head to the aquatic sector. That's where he resides. Okay. Oh, ach so, wir brauchen 2 Batterien. Die Drohne ist leer. Oder die Fernbedienung vielmehr. Ja, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Schauen wir uns mal um. Erstmal Sprachfehler eingebaut. Ach, Alter, diese Synchronisation, das ist so bodenlos. Ich verstehe das nicht, dass man sich so wenig Mühe gibt. Also, Bruder, die haben ja jetzt auch schon eine Menge Kohle gemacht mit den 3 Teilen. Aber dass man dann immer noch nicht die Notwendigkeit sieht, irgendjemanden für Ban Ban, also ja, offensichtlich ein sehr, sehr wichtiger Charakter. Also, dass man dann die Notwendigkeit sieht, da einen professionellen Sprecher einzustellen, das ist unglaublich. Ich habe schon immer gewusst, dass ich kein Glück habe, aber das ist jetzt wirklich anders wild. Ja, der Vogel läuft wieder rum. Ja, ich habe nicht mal Bock, das groß zu übersetzen, ehrlich gesagt, Lul. Aber der Vogel läuft wieder rum. Opila Bird wahrscheinlich. Und ich glaube, jetzt können wir die Drohne wieder verwenden, ne? Ja, wunderbar. Dann erstmal wieder schön Spielzeit strecken mit den beiden Knöpfen, man kennt's. Jetzt muss ich sogar nochmal das Ding resetten, weil von dem Winkel komme ich ja nicht zu dem anderen Schalter. Es ist so furchtbar. Ey, aber eine Sache noch, Leute. Beim letzten Mal war die Sprachausgabe viel zu leise. Warum habt ihr mir das nicht gesagt?
Müssen wir sowas wirklich spammen wie blöd? Ich habe jetzt nochmal neue Einstellungen vorgetroffen und jetzt sollte es passen. Aber bitte, ihr müsst mir sowas sagen. It just hit me that you need the keycard to operate the cable car. Shouldn't be too hard to find one. Literally everyone had a copy. It's how you'd get from station to station. Okay. Und warum liegt da ein Stift? Wer bitte ist das? Neben Lina? Nein! Jetzt willst du mir erzählen, dass Nebneb auch noch eine Freundin bekommt? Als ob die hier nicht gereicht hätte. Oh, come on. Hier sind noch mehr Stifte. Also, ich weiß nicht wieso, aber ich sammle die am besten mal alle ein. Vermutlich kriegen wir wieder irgendeinen Customization-Gegenstand für unsere Drohne. Irgendwie sowas wird schon sein. Das ist so eine Müllsynchro. Ja, also das ist wirklich die schlechteste Synchro, die ich je gehört habe. Die geben sich halt wirklich keine Mühe. Claire was here, okay. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. 0509, danke dir auch für die Mitgliedschaft. Liebe Grüße gehen raus. Mögest du einen besseren Samstag haben als ich hier. Ja, das Gameplay ist auch wieder 10 von 10 auf jeden Fall. Sowas stellt man sich doch unter einem Horrorspiel vor, ne? Stifte sammeln, Batterien sammeln. Vor allem das mit den Batterien, das war ja sogar recycelt. Das hatten wir schon im ersten Teil. Nabnab ist lonely. Ja, warum denn? Davon ist doch Nabnalina. Oder hat... hat sie ihn abserviert? Das wäre geil. Schauen wir mal. Aber ja, das würde es erklären, ne? Vor allem, er steht auch ganz außen und sie auf der anderen Seite. Das könnte was zu bedeuten haben. Warte, was ist hier? Da müssen die Stifte rein. Oh, jetzt jeder einzeln. Das ist nicht wahr. Dass sie das bei jedem Sammelgegenstand machen, das zeigt schon, wie unglaublich die versuchen, das Spiel zu strecken. Benutzt du OBS? Ja. Ja, und was kriege ich jetzt? Weil das waren alle, oder nicht? Oh! Hier ist eine Schlüsselkarte für Floor minus 3. Und ein Zettel, ein weiterer Zettel. An Mami! Der nette, die nette Qualle ist sehr stark. Die hat jeden hier gecarried. But Miss, achso, Mrs. Mason hasst ihn und ich weiß nicht warum. Okay, Mrs. Mason ist wohl die Erzieherin. Ja, warum hasst sie wohl eine Qualle, die Kinder packt und mitnimmt? Boah, da kann ich mir jetzt gar nicht erklären, ehrlich gesagt. A cleaner has been dispatched. Boah, was... Wow, was war das für ein Soundeffekt? Der kontrolliert jetzt, ob alles sauber ist, oder was? Ach so, das heißt, wenn hier noch ein Stift liegen würde, dann würde der Alarm schlagen, oder was? Was ein Quatsch. Was für eine Qualle jetzt bitte? Ah, die vom letzten Part. Ich habe gerade auch den Namen vergessen, aber irgendwas mit Flynn. Passt das? Okay. Ja, wo kriege ich jetzt die Keycard? Beim Dispenser. Ah, da vorne. Okay. Aber was war das schon wieder für ein unnötiges Rätsel? Das hatte gar keine Substanz, oder? Naja, gut, okay. Oh, da ist Nabnab! Wir werden beobachtet von Nabnab! Sieht so billig aus. Oh Mann, Bruder. Stinger Flynn, genau, Stinger Flynn heißt das Quallenvieh. So, und wir sollen jetzt zum Aquatic Sector.
hat Ban-Ban gesagt. Warte, kann ich das hier irgendwie einstellen, wo man hingeht, oder was? Ach so! Ja, okay, und woher weiß ich jetzt, in welcher Richtung das ist? Ich meine, da steht nur, ich bin hier. Ja, da vorne, oder? Sehr, sehr weird. Regaldame, danke dir für die Mitgliedschaft! Wir kriegen die Kosten wieder rein. Auch dank Nerdtweet und PaperTobi. Kuss an euch beide. Wie lange das schon wieder dauert, bis du von da nach da gekommen bist. Das muss doch gar nicht so groß sein. Aber weißt du, warum sie es so groß machen? Richtig, um nochmal 30 Sekunden Spielzeit rauszuholen. Da ist ein Hut für die Drohne, I guess. Oh, aber ich glaube, wir sind hier falsch. Ja, perfekt. Jetzt darf ich einmal rundherum fahren. Es wär nämlich von hier vorne links gewesen. Die Animationen sind so ein Quatsch. Alles in diesem Spiel ist Quatsch. Das ist es, was Teil 3 so schlimm macht. Der Aufzug? Ich habe aber tatsächlich von irgendeiner Stelle gehört, die so frustrierend sein soll, dass Leute das Spiel abgebrochen haben. Bin mal gespannt, welche das ist. Ein Zettel. Es geht um den Devil. Ist damit Ban-Ban gemeint? Weil ich meine, der sieht ein bisschen so aus, oder? Komm, ich hau mal den Übersetzer hier rein mit Google Lens auf 200 IQ-Basis. Der Teufel, genau. Das rebellische Verhalten blieb auch nach der Einstufung in Fall 7 unverändert, weshalb das Management alternative Methoden einführte, um die Zusammenarbeit zu fördern. Diese Methode war die Einführung einer neu modifizierten Natriumlösung, die entwickelt wurde, um die Funktionen des Gehirns in jedem Fall zu senken. Fall 2 von Typ 5, der für Gehirnfunktionen verantwortlich ist. Ja, also dass sie da ja die Kinder scheinbar benutzen, um die Viecher zu machen, das wissen wir ja, ne? Die neu modifizierte Givanium-Lösung wird niemals lose aufgetragen und das gesamte überschüssige Material wird weggesperrt. Unter starker Sedierung wurde die neue Lösung auf Cases Stamm aufgetragen. Kurz darauf schien Fall 6 kreuzende Magenschmerzen zu verspüren, die so schmerzhaft waren, dass er auf die Knie fiel und sich den Bauch hielt, bevor es zu erheblichen körperlichen Veränderungen kam. Es scheint, dass die Lösung das Selbstdenken so wirksam eindämmte, dass Fall 6 Instinkten zum primitiv zu sein schien. Opfer fiel, wie auch immer, keine Ahnung. Ist ja nur eine Übersetzung, die auf ganz schnell rausgeknallt wurde. Ja, das geht aber zumindest mal so ein bisschen in die Tiefe und versucht so ein klein wenig zu erklären, was hier passiert. Aber wir wollen weiter und ich hoffe, dass wir da drüben endlich angekommen sind. Das ist ja so bodenlos. Vor allem, das macht doch alles auch gar keinen Sinn, oder? Ich meine, wir sind jetzt schon so tief in den Keller runtergegangen. Wie tief sollen das noch gehen? Vor allem, in Ban-Ban 2 war doch da sogar noch so eine Art Untergrundstadt. Was ist denn mit der? Juckt das einfach gar nicht mehr? Stattdessen machen wir jetzt hier so fliegende Gebäude, oder was? Einfach nur seltsam, das alles. Und immer dieselben Informationen, als ob ich blöd wäre, ne? Ich weiß ganz genau, dass wir dieses gelbe Glas mit der Drohne nicht zerstören können. Das haben wir schon 100-mal durchgekaut. Stattdessen müssen wir sie... ja, da reinschicken. Also der Reihe nach. Ban-Ban wird böse. Ja, für mich ist er sowieso böse. Der tut zwar so, als wenn er an sich auf unserer Seite wäre, weil er sagt ja auch selber, er sperrt sich ein, weil er sich irgendwie nicht unter Kontrolle hat und so. Er will niemanden gefährden, aber gleichzeitig haut er mir in die Fresse und sagt, er will mich operieren. Also ja, keine Ahnung, Digga.
Irgendwas muss da drin sein. Schauen wir mal nach. Oh yeah, die nächste Keycard. Aus was anderem besteht das Spiel nämlich nicht. Keycards sammeln. Bald kommt der Erdkern. Ja, es ist echt so. Okay. Der Tintenfisch lebt da... der Tintenfisch. Die Qualle lebt da vorne. Wir haben ja auch im zweiten Teil gehört, dass unser Kind zu ihm nach Hause gegangen ist. Also sollten wir das gleiche tun. Aber Bruder, warum ist denn das bis jetzt so ein Walking Simulator? Also bis jetzt hat es wirklich noch weniger Substanz als Teil 1 und 2. Okay, wir können wohl Audiodiscs finden. Im zweiten Teil gab es ja so eine Diskette mit einem Film. Habe ich leider vergessen abzuspielen. Also wer da wissen will, was da zu sehen ist, schaut am besten in die Kommentare. Jemand hat es gepostet, war aber nichts Wichtiges. Aber ganz ehrlich, ich war auch einfach froh, dass es vorbei war. Nabnolina sagt, da ist der Richtige für jeden da draußen. Du musst dich nur gut umschauen. Aber Nabnab ist es nicht, oder wie? Wobei, hier sind sie zusammen abgebildet. Also was jetzt? Sind die ein Paar oder nicht? Und ich komme da nicht rein. Ich dachte, ich muss da rein. Oder hier. Ach so, das... Ja, das könnte auch sein, dass... Stingerflint hier unten lebt. Weil es ist ja auch die gleiche Farbe. Jo. Das sieht ja nach einem sehr gemütlichen Gang aus. Ich freue mich schon sehr, unten anzukommen und mit einem Drink begrüßt zu werden. Das ist er? Bro, das Vieh ist ja riesig. Ich glaube, mittlerweile entwickeln die das nur noch für ihren Merch, also damit er so schnell wie möglich verkauft wird. Von Sekunde 1 an. Die hatten ja auch schon von Sekunde 1 an den Merch-Store und haben den zweiten Teil auch schon beworben. Also das ist alles hier nur entwickelt worden, um abzucashen. Um halt auf diesen Maskottchen-Horror-Hype aufzuspringen, aber eben ohne sich Mühe zu geben. Und das ist das Traurige. Hä, ist das jetzt ein Modellbau oder ist das der echte? Weil das sieht irgendwie alles total weird aus. Also noch weirder als sonst. What the hell? Communication Kiosk. Was? Was geht ab zur Hölle? Ey, keine Ahnung, frage ich mich schon sehr lange. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich glaube, dann muss ich ihn irgendwie aufwecken. Vielleicht mit der Drohne wieder. Wo ist die Drohne? Ach so. Warum muss man das so verstecken? Hallo? You've had a rough day. I can tell. Absolut. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. I can also tell. Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never come. I cannot let it happen. And I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Leave this place while you still can. Ich kann nicht! From your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Endlich mal ein wahres Wort in diesem Spiel. Ich will ja, aber wie? Warte mal, was machst du? Was machst du? Ich glaube, er nimmt mich jetzt auch mit. An den Strand? Was soll das werden hier? Ist das ein Trip? Hat mir das Ding irgendwie was eingeflößt? Welcome to my home.
or at least what was supposed to be, down in the dark and cold depths of the facility. The circumstances force you to do things that are out of your nature. When I feel that I'm straying too far off my original course, head to the room you found me meditating in to prevent your breathing by coming to this place. And then I'm reminded that what I'm fighting for is worth all of the space itself. Of course, none of this is real. But it all could be. Nein, bitte nicht! I have never had actual sun rays touch my skin. Can you imagine that? Besser ist es. I need the children to achieve that. But do not worry. I will practice the safest of procedures. Whatever I decide to do with the adults, I will make sure to keep one alive and sane so that the surviving children are delivered to the surface safe and sound. And of course, to deliver me to where I choose to be. Oh, to live the simple life of a completely brainless jellyfish, just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles all day. You never appreciate how calming it is to have no conscience until you have one. I admire your courage, so I am giving you the chance to walk away. Ja, bitte lass mich gehen, bitte! That way you won't lose both your life and the chances of your child. Ich will doch gehen! Ich will weg! Ey, aber immerhin war die Synchronstimme ein bisschen besser. Ich glaube, die haben sogar einen Effekt benutzt. Oha! Ich denke, das war die Stimme von dem zweiten Entwickler. No liver, no intestines. But most importantly, no pancreas. You, sir, need to have more organs. What am I supposed to eat when there's nothing to eat? Guess I'm going to have to look elsewhere. Also meine Organe kriegst du nicht. Außer du zahlst gut. Warte mal, was? Ich bin er? Oder ich... Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt er bin oder ob er mir irgendwie was reinoperiert hat, dass ich... Tentakel habe. Nee, Moment, ich glaube, wir sind immer noch auf dem Trip. Oder? Wir sind immer noch auf dem Trip. Was soll das? Was ist das? Nein. Die lassen mich jetzt aber nicht nochmal dieses Drecksspiel spielen, oder? Weil ich habe eine Keycard bekommen. Oh, bitte. Nein. Nee. Nein! Das gibt's nicht. Hä, ich kann aber keine Raketen nehmen. Ich hab einen Laser? Ja gut. So eine Elektrofähigkeit, ne? Weil, naja. Viele Quallen können ja verbrennen durch ihre elektrischen, was auch immer, Impulse. Ja, aber warum müssen wir jetzt den gleichen Quatsch wie in Kapitel 2 machen, was schon an sich unfassbar ätzend war? Wie kann man denn so dreist die Spielzeit strecken, ohne sich Mühe zu geben? Das ist halt wirklich Copy and Paste! Nur, dass es jetzt actually ein bisschen einfacher... Was kann ich dafür... Der Schuss kam nicht an! Was kann ich denn dafür, wenn das Spiel so viel verpackte Kacke ist? Die Idee mit dem Trip ist ja, ist bis jetzt zwar das Beste, aber so schlecht umgesetzt. Die wollen mich vollkommen verarschen.
Ja, okay, man muss ein bisschen höher zielen, weil das ein bisschen fällt gegen Ende. Aber trotzdem, Alter. Warum dieses Copy and Paste? Ich schlaf gleich ein. Und wie geht's euch so? Was habt ihr heute gegessen? Wie lange habt ihr geschlafen? War der Morgenschiss gut oder hat's gedrückt? Bei mir hat's eigentlich geflutscht, muss ich sagen. Aber der Schlaf war kacke. Bin wieder dreimal aufgewacht, weil ich an Garden of Banban 3 gedacht hab. Ich wusste schon in meinem Albtraum, was mich heute erwartet. Nämlich das blanke Grauen. Es hat doch jeder dieses Spiel bei Teil 2 gehatet, oder? Und die haben wirklich die Dreistigkeit, das nochmal rein zu copy-pasten. Das gibt's nicht. Haben wir es dann jetzt endlich? Nö. Elf Stunden geschlafen? Laber nicht. Selbstgemachte Pizza gegessen. Ist immer ein Banger. Muss ich auch mal wieder machen. Aber die Kalorien, ne? Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Ich habe so viel Schmerzen. Aber hey, immerhin können wir uns schneller bewegen als Tintenfisch. Warum sage ich schon wieder Tintenfisch? Wir sind eine Qualle. Ja, und jetzt? Ich habe den Schalter gedrückt. Und nun? Erlöst werde ich ja wohl kaum. Oder doch? Kann ich gehen? Ah ja, ich glaube. You are not one of them. You are new. You need to hide. They are coming. Digga, die Synchronstimmen sind so wild. Was ist das? Yo, übrigens vielen, vielen Dank, Nintendo, für 30 Münzen. Damit hat er diese ganze Kacke hier finanziert. Also nicht nur Banban 3, sondern das gesamte Bundle. Ich küsse dein Auge. Grüße an dich und schönes Wochenende. Okay, ich glaube, ich bin wieder ich. Aber besser wird's nicht. Toadster's Jail. The place all criminals tremble when they hear about. Catch criminals and place them in jail. Und so schnell sind wir wieder bei Lego City. Die Überschneidungen heute sind doch kein Zufall, oder? Warte mal, willst du mir erzählen, dass diese Eimer hier die Verbrecher sein sollen? Ja gut, das basiert wahrscheinlich auf Spiele, die Kinder hier in dem Kindergarten gespielt haben. Manche waren halt Polizisten und manche haben diese Eimer gesteuert und waren die Verbrecher. Ich verstehe, okay. Dennoch, was ist das schon wieder für ein Gameplay? Es wird halt wirklich immer schlechter, ne? Und ich dachte in Teil 2, wo diese Mini-Assets aneinander geklebt wurden, dass das schon einfallslos und bad wäre. Aber... ey, dagegen ist das hier ja wirklich nochmal drei Stufen schlimmer. Am Ende klären wir die Fragen aller Fragen. Was ist schlechter? Lego City Undercover The Chase Begins oder Garden of Banban? Ohne Scheiß, es sieht aus, als würde Garden of Banban der neue Erstplatzierte
in Sachen schlechteste Wertung von mir sein. Wir sind es ja vorhin durchgegangen. Chase Begins hat 39%, ist damit mein niedrigst bewertetes Spiel. Aber ich sehe hier beim besten Willen keine 39, sondern wirklich nochmal ein gutes Stück weniger. Da sind noch mehr. Und es geht bis Teil 7. Auch wenn der, glaube ich, noch nicht raus ist. Und 5 auch nicht. Aber 4 und 6. Ach komm, die Entwickler, die verarschen uns doch alle. Das können die alles nicht ernst meinen. Ben ist schlechter. Ja, safe. Also bis jetzt sieht es wirklich so aus. Es gibt zwar auch manche, die sagen, yo, bitte halt durch, ab Teil 4 wird's besser. Aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas muss hier noch sein. Ja, da ist ein Zettel, oder? Nee? Press me to start round 2. Wie bitte? Hier ist ein Hexenhut oder sowas. Ah, ja. Ja, ich hab's übersehen. Aber diese blöden Verstecke auch jedes Mal. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas hat sich geöffnet. Ich hab eine Tür oder einen Schrank öffnen hören. Da hinten, oder? Nein, halt! Das hier ist neu, oder? What the hell? Komm ich da hoch? Was? Das ist eine Kassette. Aber die bringen mich jetzt ja auch nicht weiter. Heißt, wir müssen nochmal dieses komische Rätsel hier lösen. Ach so, hier ist ja auch noch ein... Ja, okay, die habe ich jetzt alle übersehen. Obwohl er sogar einen Pfeil zeigt. Huh. Ich denke, man muss da von Licht zu Licht springen. Ja, und das möglichst schnell. Yeah. Krass. Und jetzt wahrscheinlich das gleiche nochmal. Andersrum. Yo. Welch gameplay-technische Erlösung und Erleuchtung. Es tut so gut. Mario kann einpacken. Hä, was ist denn Nintendo? Kenne ich nicht. Garden of Banban, Euphoric Brothers. Das sind die Macher, die wir brauchen. Krass. Top-Inhalt. Raving, danke dir auch für die Mitgliedschaft. Oh, die Nap-Nap-Tür ist offen. What happened to you is one of Stinger Flynn's tricks. Mm-hmm. He left for the progressive sector, but we have something more important to deal with right now. See Nab-Nab's room? It's open now, which means he's inside. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. Luckily, I have a solution, but you won't like it. Das glaube ich auch. Okay, Moment. Also ich soll da jetzt nicht reingehen, sondern zum Medical Sector gehen, ja? Habe ich das richtig verstanden? Und er hat eine Lösung, wie wir mit Nap-Nap fertig werden, aber es wird uns nicht gefallen.
Da bin ich auch sehr sicher. Okay. Medical Sector. Ja. Keine Ahnung, wo der ist. Wäre halt irgendwie klüger gewesen, hätte man die Schalter auch farblich genauso gekennzeichnet, wie es hier an der Tafel ist, aber ey, der bin ich schon. Ich habe doch keine Ahnung von Game Design. Die Euphoric Brothers, die wissen schon, was sie tun. Ja, du, keine Ahnung. Nach rechts können wir nicht, dann fahre ich halt geradeaus. Bin gerade in Japan, war heute in Universal Studios, hab 24.000 Schritte. Sehr gut. Garden of Banban, Game of the Year. Yo, safe. Dass sie es halt wirklich geschafft haben, es noch langweiliger zu machen, das ist wirklich eine Kunst. Jo, aber wir sind richtig. Juhu! In Teil 2 waren wir ja auch schon hier. Ich habe so das dumpfe Gefühl, wir müssen wieder rumpunchen mit Seften. Stimmt's oder habe ich recht? Was ist das denn? Alter. Wer oder was ist das? Nebnalina? When Nab-Nab escaped, it wasn't long before workers started to disappear. Of course, precautions and training can only get you so far, so we had to think of a more permanent solution. Nebnalina was that solution. We had a theory that Nab-Nab was as aggressive as he was due to his loneliness. We never got to prove his theory right, as the collapse happened during the surgery. That's where you come in. You'll be carrying out the final steps of said surgery. Givanium-related procedures are very delicate, so I'm going to need you to pay very close attention to these instructions. The hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and inject her with it about 6 times? The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. For simplicity, the concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration, then collect it in the syringe and give it to Nebnalina. The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors, and when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal state of green. The buttons on the walls will also malfunction at times. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess Givanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the 4 depletes completely. And what happens next is never good. Only the best of us perform Givanium procedures, but we don't have much of a choice. Good luck. Digga, was? Also, habe ich das richtig verstanden? Nab-Nab ist ultra aggressiv, weil er niemanden hat. Deswegen haben sie Nebnalina, also quasi eine Freundin für ihn gemacht. Aber seit Nebnab frei ist, sind alle hier weggelaufen, weil sie Schiss haben. Und wir müssen Nebnalina jetzt irgendwie wiederbeleben oder so einen Quatsch, keine Ahnung. Und das tun wir ultra, ultra kompliziert. Irgendwas mit Drohne. Wenn die Zeit gekommen ist, hier drauf achten, dass alles grün ist und mixen. Das ist die schlimmste Stelle. Also das ist die Stelle, wo alle abbrechen. Jesus Christ. Schlechteste Stelle ever. Salz. Ja, komm, wir legen einfach mal los. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was sie meinen, aber das wird wohl ultra complicated. Hallo? Geht nicht. Warum? Achso. Warte mal, wofür ist das denn?
Ach, oh, ich kann auch immer nur ein Utensil bei mir haben. Oh Gott. Ja, aber wie starte ich denn den Quatsch? Warum kann ich sie bewegen? Oder muss ich das sogar machen? Und jetzt geht's. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin fertig. Warte, wir brauchen grün. Also, naja, grün. Das gebe ich ihr jetzt, oder was? Ach so. Dafür ist dann wahrscheinlich die Zange hier. Okay. Und der Sound von eben? War das wegen der Injektion oder weil ich die Drohne benutzen soll? Die Drohne. Ach du Kacke. Du musst irgendwie 15 Sachen gleichzeitig machen. Oh, ist das unnötig. Ja, mach halt! So, jetzt gelb. Also rot und grün. Ey, aber Real Talk, in Ansätzen ist die Idee von dem Minispiel gar nicht so schlecht. Das ist sogar, ohne Scheiß jetzt, deren beste Idee. Aber mal gucken, ob sie es auch gut umgesetzt haben. Wenn das Zeitlimit jetzt hier unnormal knapp ist, dann verstehe ich, dass niemand Bock drauf hat. Das ist türkis, also blau und grün. Warte mal, muss ich da... Oh shit, ich glaube, ich muss da drauf. Oder? Man kann das halt nicht richtig erkennen. Aber doch, ich glaube, der Schalter muss gedrückt werden. Ich glaube es. I don't know. Warte, wieso geht's nicht weiter? Habe ich vergessen zu indizieren? Oder wie... Oder deswegen? Es ist schon sehr kompliziert. Aber in Ansätzen nicht schlecht, bin ich ehrlich. Ach so, ich glaube, das funktioniert nicht, wenn du die Drohne benutzt. Kann das sein? Also jetzt nochmal türkis, blau und grün. Ich glaube, das schaltet das ab, wenn man die Drohne benutzt. Das ist der Grund. Oder? Ich bin nicht sicher. Es ist nur schlecht umgesetzt. Ja, ich glaube auch. Die Idee ist not bad. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich glaube, der First Try ist in Ordnung, oder? Noch ist das Ding an. Keine Ahnung, woran das liegt, aber irgendwie ist es jetzt auch schon zum dritten Mal türkis. Das kann doch nicht sein, oder? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Mache ich irgendwas falsch? Aber er hat gesagt, 6 Mal. Ja. Oder haben wir es geschafft? Ich glaube, ich versuche etwas weniger auf die Drohne zu achten. Weil das dauert seine Zeit, bis hier der Monitor ausgeht. Ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Aber es kann doch eigentlich nur damit zusammenhängen, oder? Deswegen glaube ich, dass man die Drohne eigentlich gar nicht so oft benutzen muss.
Ich riskiere es jetzt einfach mal. Gib ihr die zweite Injektion. So, und erst jetzt gehe ich zur Drohne. Na komm. Mach schon. Allerdings ist jetzt der Monitor sogar aus. Ich verstehe es nicht. Was? Lila? Rot und blau. Wir müssen auf jeden Fall wieder zwei Injektionen schaffen. Komm, bitte. Ja. Next. Aber ach so, jetzt dauert es ja wieder, ne? Aber wie lange denn? Oh, zu lange natürlich. Ja, komm, dann lass mal die Drohne wieder fliegen. Aber ich glaube, wir haben schon verloren. Es war sogar falsch mit der Drohne, ne? Ich glaube, ich hätte nochmal zum selben Schalter fliegen müssen. Na, gute Nacht. Komm, schnell, schnell. Darüber. Gelb. Rot. Und grün. Komm. Komm. Weiter. Und direkt nochmal. Gönn. Oh, verdammt. Ja, der Monitor hängt damit zusammen. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Drohne ist mir ein großes Mysterium, aber ich hoffe, wir schaffen es jetzt gleich. Hä? Moment. Okay, ich habe offiziell keine Ahnung. Was weiß ich? Blau, grün. Ist das jetzt die 5 oder die 6? Aber ich glaube, einmal müssen wir noch. Nee, geschafft! Oh, ja! Okay. Also, wie gesagt, ich finde die Idee hier sogar gar nicht mal so bad. Aber es ist schon extrem konfus. Warum bekomme ich jetzt nur einen Ton des... Wo ist Nebnerli da hin? I hope that wasn't too hard. Ja, es ging sogar, anyway, tatsächlich. Grab the audio disc and head back to the aquatic sector and play it on the big speaker in the lounge. Time for a spider union. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich muss, ne? So, also, ja, das ging klar. Ich kann verstehen, dass da Leute auch keinen Bock mehr drauf haben, aber es soll später ja sogar noch was viel Schlimmeres kommen. Das war aber zumindest schon mal Step 1 und den, finde ich, haben wir ganz gut überstanden. Das hätte jetzt auch viel, viel schlimmer laufen können. Mega gut gemacht, GG. Danke dir, Tobi. Das kann man kein Horrorgame nennen. Ja, ist halt echt so. Ich hab's gelesen, Dom, danke. Sag aber nicht, dass man sich eine zwei feindliche Spinne erschaffen hat. Also, eigentlich denke ich schon, dass sie jetzt beide gemeinsam auf mich losgehen. Ich verstehe auch gar nicht, warum wir Ban trauen. Aber gut, wir haben wahrscheinlich keine andere Wahl, ne? Und wir sind noch nicht da. Der Voice Actor interessiert sich aber auch kein bisschen. Wer will's ihm verübeln? Poppy ist viel besser. Ja.
nicht nur doppelt besser, sondern 10-mal besser. No joke. So, dann schauen wir uns mal diese wunderschöne Reunion an. Boah, was ist denn das bitte für eine Zelle hier? Es ist doch aber jetzt ein Frosch. Und keine Spinne. So, Moment. Ich glaube, das war das eine Videotape, was wir gefunden haben, als wir da auf diese zwei Plattformen gesprungen sind. Die wollten eigentlich, dass wir woanders hingehen. Ich weiß wo. Beim Medical Sector, glaube ich, war das. Da gibt es doch auch so ein Audio-Abspielgerät. Aber gut, dann habe ich hiermit immerhin diesmal nicht die Videokassette verpasst. Schon 1200 Likes, nicht schlecht für so ein Spiel. Das stimmt, vielen Dank. Oh je. Genau hier. Da war doch links so eine Möglichkeit, Tondateien abzuspielen. Da. Aber ist das dann jetzt nicht ein Lockruf für die beiden? Tür ist zu. Oh. Bambolina. Sie lockt Nebnelina. Sie lockt Neb raus. Und jetzt? Beginnt der Balztanz oder was? Wie er schon die Zunge draußen hat. Der hat richtig Bock. Alter. Ja, gönnt euch. I'm surprised they both weren't originally members of the mutants below. They certainly fit. This is. Was war das jetzt schon wieder? What the hell? Sogar Nebnelina ist weggegangen, aber wo ist Neb? Warte mal. Jetzt sag aber nicht, die haben GV und sie hat ihn aufgefressen. Machen das nicht sogar manche Spinnen so? Ich glaube tatsächlich, sie hat ihn gefressen. Oh, was ist das? Wieder so eine Art Partywut. Yay. Wo soll ich jetzt hin? Hä? Ich kann mich nicht bewegen! Oh. You have overstayed your welcome here. I even made you an offer, but guess what? Accepting it is long overdue. Don't worry, I won't get rid of you or collect you just yet. I was never one to abide by waste. An old friend needs you a lot more than I do. They too are on a path to achieve peace of mind. I already have more than enough subjects to move forward with my aspirations and my ultimate mental refinement. You just take a little nap while I transfer you to where you're meant to be. Na super. Der ist gar nicht so nett, wie er tut. You're finally awake. Can't blame you for taking a nap. Feels like we've been in this car forever. So, Stinger, when are we arriving at this place called Beach? I believe we are lost. Sind wir. Nice. You had one job and you messed that up somehow. Ja, ihr Entwickler.
I am struggling to locate the being who asked for your opinion. Can you at least put some music on, since we're gonna be out here for a while? Bitte sag mir nicht, dass das jetzt geclaimed wird. That's what I'm talking about. Fila, what do you think about this? Awesome. Captain, what about you? Captain? Okay, decent answer. Can you stop vocalizing for just 1 second so I can focus on the road? What do you mean, focus on the road? We've been going in circles for hours. Never trust a jellyfish, am I right, Opila? If your pathetic mouth utters another infuriating... Alter! Und wenn die mir jetzt auf Ernst noch einen Copyright-Claim reindrücken wegen der scheiß Musik, dann raste ich komplett aus! Napnap wurde gefressen, laut Chap. Also tatsächlich, wie die schwarze Witwe. Die killt nämlich ihre Geschlechtspartner auch. Komplett crazy? Na, ich hoffe für Napnap, es hat sich wenigstens gelohnt. Dann stell dir vor, das waren nur 2 Sekunden und dann stirbt er wegen 2 Sekunden. Das würde mir echt stinken. Ach Gott. Noch mehr davon? Really? Also at this point ist das wirklich auch nur noch unverzeihlich, was hier passiert. Ich habe nicht mal getroffen beim ersten Mal. Leute, ich will The Chase Begins spielen, bitte. Das macht mehr Spaß. Und hat auch auf Ernst mehr Ideen. Das Lied war zumindest gut. Ja, war war zugegebenermaßen nicht schlecht. Oh Gott. Ich habe auch noch einen Cooldown. Also ich kann diesen Laser nicht spammen, leider. Welchen muss ich jetzt noch treffen? Das kannst du halt nicht erkennen, meine Fresse. Aber ich glaube, der ist es. Oh, Junge. Ich habe Schmerzen. Ich weiß nicht welcher. Ja, war richtig. Oh boy. Ja, und nun? Noch schneller. Ja, nice. Womit habe ich das verdient? Na, treff halt! Als ob. Warum? Warum? Warum spiele ich das? Ja.
Das kannst du keinem erzählen. Was soll der Scheiß? Das ist doch Scam! Bitte, bitte. Ich kann nicht mehr. Das darf nicht wahr sein. Das ist halt wirklich nochmal dreifach schlechter als der zweite Teil und der war schon unglaublich mies. Was ist das? Peak Gameplay. Hast du Spaß? Siehst du doch. Ich habe meinen Job noch nie mit mehr Spaß ausgeführt als jetzt gerade. Ja, und jetzt ist es abgestürzt, oder was? Finally, you're waking up. Oh. I was getting really bored and that fellow over there isn't much of a talker. Plus, it's scary here. That big green guy keeps checking in on us. I think he believes we're some sort of dolls. We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Every time we move or change something in the room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. When he's close, the lights change color, so run back to your chair when the lights change. I don't know where to start, though, so you give it a try. Alles klar. Also, wir müssen einen Ausweg finden, aber er wird uns häufiger mal aufsuchen. Und wenn er das tut, sind wir alles wieder so einrichten, wie es am Anfang war. Ich habe das Gefühl, wir werden hier 30 Minuten hängen. Was genau muss ich denn bitte machen? You were cool enough to enter. Ja. Ach, um die roten geht's. Okay. Man kann die Türen auch öffnen und schließen? Oh nein, das wird noch schlimmer als das letzte Spiel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, okay, aber at least ist es hier relativ klar, was sie wollen. Oh. Ah, das ist das Zeichen. Ja, okay. Also jetzt. Oh nein. Jetzt musst du alles wieder so machen, wie es vorher war. Aber wir sind noch im Training, oder? Weil da stand End Training. Nee, kann ich gar nicht. Ich dachte, ich bin im Trainingsmodus. That's not how the secret club's entrance is supposed to be. Oh shit, die sind noch gar nicht... Ja. Ich hab die anderen noch nicht aufgeräumt. Ja komm, ich dachte wir... dachte wir sind im Trainingsmodus. Aber gut, ich weiß, was zu tun ist. Alles klar. Jason, danke für deine 5 Mitleidsmünzen. Das Game ist so boring, ich würde nicht mal 1 Euro dafür bezahlen. Ja, ich würde es auch nicht tun, wenn ich es nicht schon getan hätte. Carpador und V-Loaf, danke euch beiden für die Mitgliedschaft. So, und jetzt regeln wir, komm. Wir schaffen das einfach jetzt first try. Komm, Abfahrt. Das ist wie mit Resi 7 mit Margaret. Ja, nur dass das viel cooler war und Spaß gemacht hat. Aber das hier ist scheiße. Wäre es nicht klug, das auch gleich wieder zurückzusetzen? Weil ich brauche die Dinger ja nicht mehr. Aber warte, wo muss man hier beginnen? Ist das egal? Weil es gibt ja scheinbar 3 Türen und du musst dann... Ja, du musst dann jedes Mal einen neuen Cube holen. Oh, okay, wir sind hier falsch. Ach Quatsch, nein, ich habe doch 2 Idiotensohn. Ich muss den vorher halt da draufsetzen, Digga. Schnell, er kommt gleich. Er kommt gleich. Okay. Komm mit.
Wenn man auf denen draufsteht, kann man die nicht grabben. Alles klar. So, die Tür, die war schon offen, ne? Als wir die, also ich habe die nicht aufgemacht, glaube ich. Die war schon offen. Oh mein Gott, was? Hä? Ach, egal. Quick, sit down. He's coming. Bin mir sehr sicher, dass die Tür hier schon offen war. Das heißt, alles ist eigentlich jetzt safe. Hoffe ich zumindest. Was zur Hölle? No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Hä? Ich hab doch nichts anders gemacht. Ach, oder hab ich... Wurden die in der falschen Reihenfolge aufgefüllt? Ja, aber da kann ich doch nichts dafür! Ja, ich glaube tatsächlich... Gelb war unten. Ja, no, RIP. That's not how the secret club's entrance is supposed to be. Ey, das tut so weh. Das tut so weh. Holy shit. Also gut. Auf die Farben achten. Mach ein Bild. Ist so ein Schmutz. Aber wie musst du sie dann ansprechen? Von hinten nach vorne oder was? Nö. Ja, wie? Es. Das gibt's nicht. Fängt er immer mit dem oben links an? Scheinbar. Und dann? So. Du verlierst ja hier schon die ganze Zeit. Ah, ist das furchtbar. Ist das furchtbar. Aber jetzt sollte es zumindest nicht mehr zum Tod führen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen jetzt zumindest noch hier die rote Kiste. Ach, warte mal. Ist das gescriptet, wann er kommt? Nee, doch nicht. Okay. Ja, 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 ja. Ey, also wenn ich jetzt nochmal verrecke, dann weiß ich nicht weiter, ne? Die Farben stimmen jetzt. Schwarz, grün, rot, gelb. Jo, versuche ich mir mal zu merken. Sollten wir nochmal verrecken. Als ob er sich das alles merken kann, weißt du? Okay, jetzt müssen wir funktionieren. Also wir brauchen hier noch einen Block auf jeden Fall und hier und hier. Ich glaube, dann können wir rüber. Oder müssen zwei auf den letzten? Nee, passt schon. Okay. Komm her. Komm her! Hör zu. Hey, come help me solve this equation. Was? Was willst du denn jetzt bitte? Mach das weg! Oh lol. You're right. Maybe now isn't the best time for education. Bruh. Ne. Ich kann die nicht wegmachen. Ach so. Weil ich draußen die Blöcke hinsetzen soll. Okay, okay. Aber es ist nur noch dieser Raum, ne? Hoffe ich.
Alles klar. Wir brauchen hier einen Block. Dann können wir nämlich, wenn ich da noch einen hinsetze, drüber springen. Aber dann habe ich jetzt auch nur noch zwei. Oh Gott, was? Und da oben ist auch noch irgendwas. Alter, ich kann nicht mehr. Warum wird die Drohne denn dahin zurückgesetzt? What the hell? Na, soll ich jetzt das rausholen oder was? Hab ich's? Es ist furchtbar. Ja, wieso kann ich denn dann nur einen hin tun? Oh Mann. Das ist der absolute Horror. Warum muss der letzte Raum schon wieder so ein Schmutz sein? Oh, die Tür ist noch offen. Die Tür ist noch offen. Lass mich gehen. Hallo! Ich will runter! Ey! Ich kann nicht aufstehen! Aber ich muss hier zwei opfern, ne? Geht gar nicht anders. Oder? Kann ich den... Ah, ich kann den wieder mitnehmen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, oder? Ach, kein Plan. Kein Plan, Bruder. Ich weiß es nicht. So, das kannst du vielleicht auch schon von hier holen. Oh ja, tatsächlich. Als ob ich da beim Holen so gut bin. Aber jetzt noch alle Knöpfe drücken. Geil. Ganz großartig. Mega Gameplay. Komm, zieh durch. Geschafft. Warte, was hat sich geöffnet? Irgendwas hat sich geöffnet. Wo? Wo? Dann probiere ich es jetzt mal mit der Drohne hier drin, aber es kann nicht funktionieren. Doch, ja, okay. Immerhin. Solche Schmerzen. Na, die Tür wird sich wahrscheinlich geöffnet haben. Oh, gib doch her den Müll. Vorhin hat das doch wunderbar geklappt. Digga. Hab ich das vergessen oder was? Na komm. Die nehme ich jetzt trotzdem mit. Muss ich jetzt auf Beenden drücken?
Also wenn nochmal so eine Trigger an der Stelle kommt, dann bin ich fertig. So eine konzeptionslose Scheiße. Das ist der größte Müll ever. Aber ich will es allein deswegen eigentlich schon durchstehen, um dem Ding dann am Ende eine Wertung zu geben, die aber richtig gesessen hat, du. Jetzt wieder ein schöner Walking Simulator. Geil. I'm heading back to class and I expect you to be there before the fourth lesson starts. Trust me, you do not want to miss that one. Children are eagerly awaiting my return, so up I go. Bitte komm nie wieder. Nie wieder. Weil du bringst immer die schlimmste Scheiße mit. So, dann wollen wir doch jetzt mal gucken. Das ist der Kinderspielplatz aus dem ersten Teil, ne? Aber wer ist das? Hä? Super weird. Vor allem, wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe Schlüsselkarten bekommen, ja, aber wo passen die denn jetzt? Ach, in dem einen Sektor, wo wir noch gar nicht waren. Da vorne, glaube ich, ne? Wie sind die Steam-Reviews? Habe ich vorhin die Frage gelesen. Die sind eigentlich immer schlecht. Überwiegend schlecht. Kommt jetzt wieder die Qualle? Ja, ich denke schon. Hier kommen wir jetzt rein, ne? Hype. Was ist das denn jetzt? Tartarbird sagt, beschütze die, die du liebst. Sie lieben dich dann so zurück, wie du sie liebst. Mhm. Es geht um die Qualle. Heute ist der erste Tag, an dem Fall 13 einem menschlichen Genomspender vorgestellt wurde und die Ergebnisse waren nicht die, die wir erwartet hatten. Im klaren Gegensatz zu dem, was am Enthüllungstag der beiden Fälle 6 und 7 geschah, was zu einem völligen Zusammenbruch der Fälle führte, versicherte Fall 13 dem ursprünglichen Genomspender in seiner typischen ruhigen Art, dass er sich dessen bewusst war, was passiert ist. Und das, obwohl sie identische Ereignisse in Bezug auf ihren Körper beschrieben haben, wie Fall 6, wie zum Beispiel einen unerklärlichen immensen Schmerz, der im gesamten Körper anhält. Sie haben ähnliche körperliche Merkmale wie Körperwachstum und das Vorhandensein vieler großer Venen. Und auf den Rest habe ich keinen Bock. Die Story ist so weird, so ein Schrott und alles andere ist noch viel schlechter. Man will einfach nur es hinter sich bringen, ne? Jetzt kommt eine Matheaufgabe. Okay, I plus I plus I ist 3. Demnach ist ein Ei 1. Zwei Eier 2. Roter Vogel. Roter Vogel minus grüner Vogel ist gleich 2 und der grüne Vogel ist gleich 2, also ist der rote Vogel 4. 4 plus ein Ei sind 5. Roter Vogel minus ein Ei sind 3. Ach, noch mehr. Uff, okay.
Achso, es geht jetzt andersrum. Also 4 ist gleich grüner Vogel plus grüner Vogel. Ja. 4. Dann 1. 3. 4. Kann auch mal was richtig machen, oder? Das war jetzt vor allem mal nicht frustrierend. Wow! Applaus! Die Entwickler, sie können es doch! Aus denen wird noch was. Es braucht Zeit. Geben wir ihnen die Zeit. Die müssen experimentieren und ein paar Millionen machen, aber die brauchen Zeit. Es bewegt sich nicht ohne sein Kostüm. Mr. Carbobman. Ein Student ist nicht so schlau wie du, ja. Glaub auch. Jetzt kommt der beste Part im Spiel. Warum glaube ich dir kein Wort? Was soll das denn? Jetzt nochmal auf den letzten Meter so viele Spielminuten wie nur geht strecken. Das machen die mit Absicht. Das machen die mit Absicht. Die weiteren Tests mit Fall 13 haben begonnen und gelten als sehr vielversprechend. Fall 13 ist sogar in der Lage, fließend zu sprechen. Ja, leider. Die zuvor in Fällen beobachteten litiven Instinkte und die Neigung zu ungerechtfertigter Feindseligkeit scheinen vollständig aus Fall 13 zu stammen, wenn man von versehentlichem Stechen absieht. Ja. Qualle ist böse, wer hätte gedacht. Das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Ist das wirklich real? Was ist das jetzt? Taschenlampe ist gleich roter Knopf ist gleich Rakete. Hä? Und das ist hier mein P... Ja, keine Ahnung. Das gerade wirklich ernst gemeint. Kommt jetzt ein Bosskampf oder wie? Was ist das? Und hat er mich gerade mit seiner Zunge erschlagen? Jetzt werden deine Gehirnzellen schmelzen. Du, das sind sie schon längst. Ey, ich muss jetzt aber nicht nochmal die Türen aufmachen, oder? Okay. Weil dann hätte ich halt wirklich abgebrochen. Ja, aber was soll ich machen? Alter, ist die Musik laut. Hier. Mach! Die Musik passt ja nicht mal. Hä?
ein Vierjähriger könnte einen besseren Bosskampf designen. Was zum Teufel soll das sein? Aber was muss ich machen, nachdem der Knopf gedrückt wurde? Ach, da ist jetzt was runtergefallen. Die Rakete! Ah ja, okay. Und wie schieße ich die auf ihn? Ah! Lol. Man kann mit der Zunge interagieren. Ich wusste nicht, dass er auch rotzen kann. Komm, Schalter! Er hat mich doch niemals getroffen an der Stelle! Ich war doch schon quasi in der... Ach, das gibt's nicht. Es... Oh, ist das schlecht, ist das furchtbar, ist das schmerzhaft! Der Schmerz, den ich fühle, der wird niemals wieder vergehen. Das ist eine Wunde, die für immer bleibt. Wo bitte geht die Drohne hin? Ich hab doch gesagt, darüber zu dem Scheißschalter! Ich will deine Zunge spüren! Du hässliches Drecksvieh! Was zum Teufel soll das eigentlich darstellen? Eine Schildkröte? Vielleicht ist es auch besser, am Anfang erstmal in der Mitte zu bleiben. Weil die Zunge ja an sich schon einfacher auszuweichen ist, so wenn du hier stehst zumindest. Bei den Popeln gibt es so eine gewisse Variable, wo du schwer was machen kannst. Ja, genau, das meine ich. Okay, komm. Zunge. Dieses Wackeln ist so schlimm. Digga. Wo? Da? Nee, warte. Man hört diesen Sound, wenn sich der Schalter aktiviert, auch nur ganz leise. Aber doch, es ist nochmal hier. Komm, gönn! Mach schneller! Los! Oh, das war knapp. Das war knapp. Bitte, sei vorbei. Bitte. Nein. Oh, doch. Kann mir bitte jemand erklären, was wir hier gerade erlebt haben? Weil mein Gehirn ist nicht mehr da. Es ist explodiert. Ich denke mir jedes Mal, wenn das Niveau und die Qualität unterschritten wird, es kann nicht schlimmer werden. Und dann wird es jedes nochmal um das Doppelte schlimmer. Und jetzt gibt es hier auf Ernst Leute im Chat, die sagen, es wird noch schlimmer gleich. I was here. Ja, ich war wirklich, also
ein, zwei Schritte vor dem Abbruch. Muss ich jetzt zurückgehen, oder was? Also jetzt, es hat gerade wirklich nicht mehr viel gefehlt. Ein, zwei Fails und das wäre vorbei. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Die Animationen waren furchtbar, waren teilweise nicht mal vorhanden. Die Musik absolut unpassend. Das ist sein Kostüm. Behave or get banned, Was ist das? Behave or get banned. Three stones with one bird. Three stones with one bird. Das ist alles Absicht. Behave or get banned. Three stones with one bird. Die Entwickler haben alle getäuscht. Behave or get banned. Da war eine Notiz. Ja, ist mir eigentlich scheißegal. Dass du das aber auch nie erkennen kannst! Weil alles auch so grauenvoll hingeschissen ist. Psst, völlig random in der Ecke. Was macht dieser missratene Turtle da unten rechts? Und wer ist das vor allem? Kommen jetzt so Fusionen oder wie? Weil diese Turtle war ja auch schon eine Art Fusion. Dann weiter hier. Behave or get banned. Der ist wie so ein TikTok-NPC. Ah, ja, stimmt! Three stones with one bird. Hand over your pancreas. Ist halt echt so. Hand over your pancreas. Was passiert hier? How to tame a giant angry bird. Achieve high ground. Jump and land on subject's back. Interact mid-air. What? Ich soll auf den drauf... Oh nein, nicht auf ihn. Auf Opila Bird. Ernsthaft? Behave or get banned. Und wofür brauche ich diesen Schwachmaten hier? Oh shit, ich glaube, jetzt kommt's runter, oder? Digga, was? Empty your hand first. Ja, dann lass mich das Scheiß wieder runterschmeißen. Oder hier. Was ist dieses Spiel? Oh, jetzt kommt der Mond, oder? Okay. Bird riding is a new one. I'll give you that. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept that it's your protective parental instincts. Oh, I know. Someone has given you false hope, promised you what you want when all along they had one thing on their mind, pancreases. At first, I was confused by how everything was going perfectly in your favor, despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you.
And as with most things, I was right. It did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. What information, you ask? Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Hey, was ist jetzt los? Warum schreiben so viele First Try? War das so schwer, auf den Vogel zu springen? Was soll ich machen? Also ich kann... Da stand nur, ich kann beschleunigen und bremsen, oder? Aber das blöde Vieh ist die ganze Zeit zu weit rechts gelaufen und hat vor allem auch nicht reagiert auf Beschleunigen. Habe ich irgendwas verpasst? Aber ja, laut Chat war es wohl unglaublich schwer, auf den Vogel zu springen. LOL, ich hab's gefirst tried. Ja gut, aber dafür lief's beim Boss deutlich schlechter, ne? Und hier check ich gerade überhaupt nichts. Ach, mit der Richtung, wo ich hingucke, kann ich das beeinflussen, oder was? Ich verstehe es nicht. Was passiert hier? Ich schnall gar nichts mehr. Ich auch nicht. Wenn das grün leuchtet, musst du zuerst über die Linie. Wenn es rosa leuchtet, dann muss die andere zuerst über die Linie. Bitte sag mir, dass wir wenigstens nach draußen flüchten und es dann endlich vorbei ist. Die anderen Teile sind dann einfach nur noch irgendwelche Sketche und gut ist. Oh, was soll das denn? Oh, er war doch schneller! Er war schneller die ganze Zeit! Das ist wirklich nicht normal. Also, das hat keine 10% verdient, das Game. Keine 10%. Kommt der dann mal? Gameplay. Das ist es, Leute. Wenn ich ein Spiel kaufe, dann will ich sowas hier. Die Entwickler, die wissen einfach, worauf es ankommt.
Wie lange soll der Quatsch hier eigentlich noch gehen? Yes, na endlich. Warte mal, wo gehst du hin? Warum laufe ich an der Wand entlang? You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Jo, was geht jetzt ab? Kämpfen die gegeneinander? Danke. Hey. Stop it, you two. Das ist schlecht, Alter. What the hell? Oh. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Find the kingdom, find the sheriff. Do not let the jester find you. Ist hier Ende? Was war das bitte für ein Kampf? Man stelle sich vor, der legendäre Akira Toriyama hätte so Dragon Ball gezeichnet. Ende, ja? Wer den Schmerz fühlt, also, irgendwo war die Idee mit dem Trip gut. Auch wenn halt schlecht umgesetzt. Gleiches gilt für das erste Spiel mit dem Saft und der Energie. Aber der Rest, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es wirklich noch schlechter wird. Weil wir sind wirklich am Boden angekommen. Manche sagen ja, Garden of Banban 4 ist wieder besser. Aber es ist halt jetzt an diesem Punkt auch wirklich nicht mehr schwer, einen Step Up zu machen. Wir sind wirklich ganz unten. In allen Bereichen. Das ist eine Reihe, die hätte nie das Licht der Welt erblicken dürfen. Danke, dass ihr euch diesen Schmutz zusammen mit mir angetan habt. Macht jetzt irgendwas Sinnvolles. Ich werde es auch tun. Weil das war eine Sache, und zwar so ein Mist!